Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Jo, wir haben für unser Grüppchen Verstärkung bekommen. Shax, glaube ich, ne? Begleitet uns ein Scherge, dessen Verstand noch nicht ganz verloren ist. Und er sucht nach seiner Truhe, in der er seine Erinnerungen hat. Wäre echt cool, wenn man ihn als Crewmitglied haben könnte. So. Die Truhe ist im Schattenreich. Also Schattenreich. Ja, genau, passt schon. Im Schattenreich. Und ich möchte aber hier noch vorher zu dem Monolithen den aktivieren, um Laufwege zu sparen. Auf dem Weg dorthin, ihr seht, es gibt haufenweise Getier, das wir klatschen können. Das möchte ich natürlich nicht versäumen. Das möchte ich nämlich nutzen und damit wir viel Ruhm bekommen. Und das passt. Dann können wir neue Sachen lernen. Respekt, gell? Du sagst nichts mehr. Das sogar nichts mehr. So. Zack. Zack. Und eine Ratte. Eine große. Du bist nicht schön. Au. Au. So. Und ein Sandteufelchen. So. Das war ein Kampf? Ich glaube schon. So. Unsere Kollegen haben uns da schon super geholfen. Können wir schon mal verschluten. Da vorne ist eine Kiste. Die schauen wir uns auch gleich an. So, was haben wir denn da? Ein Schlösschen, was kein Problem für uns ist. Fusel, Schnaps des Alchemisten und Blutwurzeln. Und natürlich nehmen wir alles mit. Da haben wir einen Scavenger. Bäh. Zack. Boah, der hat gesessen. Holla die Waldfee. Was haben wir da hinten? Noch eine Kiste. Die können wir auch schon aufmachen. Yippie-Pura. Hui, die ist... Ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aha. Zwei... Okay, zwei, nein. Drei, nein. Vier, zwei, das passt alles nicht. Ah, jetzt haben wir sie. Okay. Das war ein bisschen kompliziert. Rum, Golderz und eine Spitzhacke. Nehmen wir alles mit. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Da haben wir ein Sandteufelchen. Und Heureka. Zack. Zack. Und bam. Der Leviathan da vorne wird auch noch bezahlen. Aber zuerst nehmen wir Monolithen. Oder? Ja. Nach Möglichkeit auch ein paar Muschel. Muschel. Ja. Und dann gucken wir mal, ne? Hier gibt es sicher wieder so altes Wissen, Tafeln. Hey, warte auf mich! Oh, ja, ja, jetzt bin ich da, keine Angst. Was, der ist erledigt. Dann gehen wir Leviathan an. Au. Das ist erledigt. Auch erledigt. Das heißt, das können wir looten. Oh, Entschuldigung. So. Ich greife an! Ja, mach nur. Zack. Oh, zack. Gut gemacht, das Biest ist tot. Ja, nicht sogar. War nicht so schlecht. So, was haben wir denn hier? Irgendwas Interessantes. Nicht wirklich, ne? Dann können wir gleich, wenn wir hier mit der Runde fertig sind, weil ich glaube. Hier gibt es kein altes Wissen. Dann setzen wir doch. Oh doch. Da ist es schon. Jetzt ist, ich muss aufpassen mit dem Herumlaufen.
bisschen langsamer laufen, dann sehe ich das auch besser. Oh, die habe ich noch nicht gelootet. Entschuldigung. So. Ich glaube, das passt jetzt, ne? Eines war da. Gut. Dann Monolithenstein das einsetzen. Das passt perfekt. Mhm. Ah, da ist er. Glaube ich. Wusch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, den hätten wir jetzt auch. Jo, dann können wir hier noch die Runde fertig machen. Ich speichere das jetzt mal. Und werden dann ins Schattenreich marschieren, ne? Damit wir dem armen Teufel da helfen können. Würde ich vorschlagen. Da oben ist auch noch ein Lagerfeuerchen. Mal schauen, ob das für uns was bringt. Hier muss ich noch rüber schauen. Das schaut schon wieder so aus, als wenn hier was versteckt wäre. Ist aber, glaube ich, nichts. Ah, hier oben war das jetzt mit dem... Ah, so. Ach so, das war das mit dem Golem. Da oben ist nur der Jäger zu Hause, ne? Dann passt das schon. Dann können wir hier noch rüber. Wow. Dann können wir uns schon ins Schattenreich begeben. So. Immer schön aufs Goshi. So. Auch. Auch. Jawohl, der war schön verliert. Gell? Hätte ich auch so. Nicht schlecht. Huch. Da ist ja noch einer. So. So. So, und bam. Ja. Wenn ich hier runterstürze, werde ich das, glaube ich, nicht überleben, ne? Nicht mal schwer verletzt wahrscheinlich. Obwohl, schwer verletzt schon. Lol. Zahlt sich aber nicht wirklich aus. Na gut. Eine Blutwurzel, die habe ich übersehen. Großartig. Und jetzt sind wir hier im Schattenreich. So. Wieder einmal. Boah, da sehe ich fast gar nichts mehr. Aha. Okay. Au. So. Wo sind meine Kumpanen? So, zack. Zack. Au. Du geh ein jetzt mal. Au. Der ist erledigt. Au. Ich muss mal was Stärkeres trinken. Au. So, du blöder Köter. Wo sind meine Freunde? Ah, da kommen sie schon, die zwei Hampelmänner. Sehr gut. Na, der steht jetzt nicht mehr auf. Schattenwaffe. So. Höllenhund. Noch so ein Höllenviech. Wo war der andere Scherge? Wo ist der verstorben? Na, das war, glaube ich, nicht hier, ne? Den habe ich hier irgendwo umgebracht. Da? Das war Höllenhund. Habe ich vergessen? Wo ist der gestorben? Da ist er. So. Gut. Dann schauen wir mal, ne? Vielleicht gibt es auch hier ein paar Geisterpilzis. Die Viecher gibt es wirklich überall. Oh ja. Zu Genüge. Das tat weh. So, ich muss kurz auf die Karten schauen. Da geht's weiter hier rüber. Gut, das können wir hier mal so machen, wenn wir da oben sind. Hier so, da durch, da schauen, dann wieder hier runter, ne? So, dann hier und so. Ja, das machen wir so. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann haben wir das Eck hier auch fertig. Scheiße, ich erlern's nicht.
Au. Au. Du Drecksviech. Au. Da, jetzt kriegst du raus. Das Dämonenvieh steht nicht mehr auf. Ja, bitte. Das wäre mir auch ganz lieb. So, was haben wir hier? Ein kleines Rattilein. Da ist ein Scherge. Auf 12. So, zack. Das Dämonenvieh steht nicht mehr auf. Jawohl. Schattenquarz. Okay. So. Den haben wir gelootet. Da haben wir ein Geisterschwammerl. Und wir gehen aber hier rüber. Da haben wir noch zwei Schergis. Drei sogar. Da vorne! Mit Magier. Der muss zuerst weg. So. Ist das fein? Jetzt der nächste. So. Immer feste drauf. Alter. Eingehen, bitte. Danke. Und wo ist der nächste? So. Bäm. Das Dämonenvieh steht nicht mehr auf. Jawohl. Passt. Da hinten ist wieder ein Lagerfeuer. Sehe ich das richtig? Halt, warte mal. Ist hier irgendwo nicht eine Schattenwaffe? Oh, da. Aha, da sitzt doch tatsächlich jemand. Okay. Aber hier müsste noch... Da, der ist ja auch gestorben. Hast du nichts für uns? Kein... Oh, warte. Kein Schattenzepter, nix. Du armer Tropf. Na gut. Eine Beere. Guten Tag. Morrison. Hey, du da. Ja? Wo willst du denn hin? Ich sehe mich nur mal in der Gegend um, immer der Nase nach. Ich sehe mich um. Ich sehe mir nur die Gegend an. Du meinst so richtig mit deinen Augen? Wow. Kannst du mir die mal leihen? Nein. Schade, Alter. Echt schade. Naja, ich mach dann mal weiter. Als Wächter hat man schließlich immer was zu tun. Du und Wächter, kaum zu glauben. Du und Wächter? Voll gemein. Kaum zu glauben. Warte, ich bin gar kein Wächter? Aber warum habe ich denn diese Klamotten an? Mann, bist du fertig. Hey, hey, nicht so schnell, ich komme ja kaum hinterher. Wie war nochmal deine Frage? Ich habe gar keine Frage gestellt. Du wolltest mir sagen, was du hier machst, ja genau. Du wolltest mir sagen, was du hier machst. Wollte ich das? Naja, schaden kann's ja nicht. Dann leg mal los. Womit? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Alter. Oh, ich bekomme echt Kopfschmerzen von deinem Gelaber. Alles, was ich will, ist doch nur eine Ladung Dunkelpilze. Was genau sind Dunkelpilze? Was genau sind Dunkelpilze? Na, das Zeug, was wir Wächter nicht essen dürfen. Hab sie aber trotzdem probiert und Junge, du machst dir kein Bild. Wenn der Pilz einmal zu dir gesprochen hat, zieht er dir glatt die Socken aus. Dein kleines Pilzgeheimnis kostet dich was. Boah, wie gemein. Wo findet man Dunkelpilze? Wo findet man Dunkelpilze? Mann, der Pilz kann nicht gefunden werden. Er findet dich. Aha. Verstehe. Kannst mir ruhig glauben. Mhm. Aber wenn's dir hilft, sieh dich hier auf Taranis im Schwarzen Land um. Das Zeug wächst nur da. Mhm. Bring mir 5 und wir sind im Geschäft. Okay, die Schatten bedrohen das Land und du suchst Pilze. Die Schatten bedrohen das Land und du suchst Pilze? Mhm. Na und? An mir ist noch keins dieser Biester vorbeigekommen. Naja, zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Ja. Aber wenn's dir so wichtig ist, schieb ich wieder Wache. Hauptsache, du besorgst mir dann meine Pilze. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir die Pilze bringen sollte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir die Pilze bringen sollte. Oh, mach dich mal locker. Außer mir wird dir keiner was dafür geben. Naja, vielleicht Nergal. Aber der weiß die Dinger nicht zu schätzen. Mhm. Steht nicht so auf eine Dröhnung.
Hat die Kutte gehörig voll. Das Pilzgeheimnis kostet dich was. Dein kleines Pilzgeheimnis kostet dich was. Sag mal, Keule, du willst doch keinen Bruder abziehen. Genau das hatte ich vor. Das kannst du dir sparen, habe eh nichts auf der Naht, Mann. Und das soll ich dir glauben? Jemand will mich berauben? Ha, verdammt, sag das doch gleich, Alter. Hier ist wohl besser, wenn du ab jetzt auf meine Kohlen aufpasst. Nein. Danke, jetzt fühle ich mich schlecht. Irgendwie. Dunkelpilze, okay. Schöne Schmetterlinge. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas Magisches. So magische Kristalle oder so. Ich glaube, ich sollte das mal speichern, ne? Du liebe Zeit. Du liebe Zeit. Aha. Hier haben wir Getier. Ein bisschen Scavenger. Der nächste. Au. So, das ist aber jetzt. Danke schön. Sagen können. Danke schön. Kein Mucks mehr von sich. Danke, danke, danke schön. So, auch hier die Beeren. Hier bei den Schmammis ist nichts. Da unten schaut irgendwas verdächtig aus. Taraniskraut. Sehr gut. So. Da ist noch ein Lager, okay. Zack, zack. Und bam. Und zack. Okay, das war nicht schlecht. Dann gucken wir mal darüber. Ach so. Okay. Da sind wir wieder beim Fischer-Ding geändert, also angekommen. Okay. Dann können wir hier noch die Kobolde plätten. Und zack, zack, und zack. Das Vieh gibt keinen Nox mehr von sich. Ui. Okay, der Kobold hat eh nix. War hier nicht auch noch einer? Da. Der hat auch nix. Gibt's noch einen dritten? Nein. Ein Jadestein, zwei sogar. Mehr nicht. Ein Bettchen für mich eventuell. Und eine Beere ist da. Okay. Oh. Hier haben wir ein Lux. Die Kobolde. Und eine Truhe, ich sehe. Das war heftig. Ah, das ist gar keine Truhe, das ist nur ein Ausguck. Okay. Das hier ist nur ein Ausguck. Halt, da war aber was, oder? Achso, ein toter Kobold. Okay. Okay. Eine Geisterblume noch. Noch ein Kobold. So, wo ist jetzt mein Lux? Den ich da geplättet habe. Was? Na nü? Den habe ich noch nicht gelootet. Wo ist denn der? Wo habe ich denn getötet? Hilfe! Hä? Das kann nur ich, ehrlich. Ich glaube, das kann nur ich. War der nicht jetzt hier irgendwo? Oder habe ich ihn doch gelootet? Da ist er. So, haben wir ja. Haben wir da. Gut, das Eck hier haben wir auch. Da drüben ist jetzt der eine nochmal, ne? Gut, das heißt, wir können hier rauf. Ah, na, da waren wir schon. Da waren wir jetzt mit die Scavenger, glaube ich, ne? Das heißt, ich muss hier nochmal zurück. Und dann hier rauf, sowas, genau. Also nochmal doch zurück zu dem Typi da. Da nochmal durch.
Lagerfeuer könnten wir nutzen, theoretisch, aber noch habe ich genug Proviant. So. Da ist ja schon so ein Dunkelpilz davor, nicht sehen. Hier, ein Dunkelpilz und ein Fusel. Da ist noch so einer. Ich greife an! Huch! Hallo! Ein Scherge. Und der andere Scherge. Zack. Zack. So. Sehr gut. Schergenwaffe. Genau. Also die Schattenwaffe. So. Dann hier Ruf. Tap, 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 tap. Was haben wir da? Ein Schattenquarz. Okay. Aber sonst ist da nichts mehr, ne? Na. Der Dunkelpilz war halt noch da. Die Ratte lassen wir natürlich am Leben. Und hier ist auch noch ein Dunkelpilz. Haben wir jetzt schon fünf? Na, einer fehlt noch. Dann haben wir hier noch einen Schattenquarz. Oh. Servus. Au. Du bist Viech. Runter da. Servus. Passt, wir haben jetzt fünf von den Pilzen. Jetzt können wir die zurückbringen zu dem komischen. Das war jetzt hier unten und hier drüben. Genau. Da noch ein bisschen durch. Und hier dann. So. So, du komischer. Hier sind deine Schwammerl. Hier sind deine Pilze. Oh, wo hast denn die so schnell her? Haben wir nicht erst vor einer Sekunde über die Dinger gesprochen? Oh, Seele minus eins. Ist ja auch egal. Bin dir was schuldig, Bruder. Hier. Ich muss dann wieder mal auf Posten. Oh, nicht zum Verzehr geeignet. Okay, ich hätte es ihm doch nicht geben dürfen. Egal. Fail ist fail. Upsi. Upsi. Naja, was soll's. Pech. So. Die hätte ich dem anderen geben müssen. Ja. Gut. Da war das jetzt mit der nächsten Liebe ein Schmarrn. So. Ja, man soll halt keine Drogen verkaufen, ne? Was für ein Kampf! Zum Glück ist das hier nur ein Spiel. So. Ja. So, ich muss jetzt, ja, die Richtung passt. Da haben wir noch so ein Schattenquarzi. Wenn ich jetzt da... Oh, kann ich den... Ja, passt. Passt, kann ich erreichen. Konnte ich erreichen. Da ist, glaube ich, auch noch so einer. Auf den Bäumen wächst das Zeug. Interessant. Da oben ist auch einer. Boah, ob ich da hochkomme? Ui. Ui. Yay. Oh, nicht. Ich hätte ihn gern. Hallo. Ich glaube, ich sollte runtergehen. Komm nur. Ah, du hüpfst wieder von selber rauf. Okay. Interessant. Na komm. Es ist... Hui. So, ich wollte doch nur diesen Schattenquarz haben. Oder ist das gar keiner? Es könnte sein, dass es gar keiner ist. Hui. Wo sind denn meine Gefährten? Oh, das war's zum Ausbuddeln. Das machen wir gleich. Oh, ruck.
Oh, ruck. Vielleicht ist es schon die Kiste. Ich habe jetzt eine Abkürzung genommen, ungewollt. Na, der Schatz im Land, im toten jetzt Land nicht. Von Taranis. Au. Au. Wow. Oh mein Gott. Das wollte ich auch nicht. Oh, oh, hupf. Ich will eigentlich was essen. Huch, ein Scherge. Aha. Das dachte ich schon, hä? Kumpel, bist du's? Nix, Kumpel. Aber jetzt mal ehrlich, wo sind denn unsere Freunde hin? Burschen? Hallo? Wo sind sie? Weg. Da ist ein Kristall. Also so ein Quarz. Einfach so weg. Ah, eine Truhe. Schauen wir mal, was drinnen ist. Goldklee, Jadestein und die nächsten dritten Zähne. Sehr gut. Ich muss jetzt die Burschen finden. Keine Ahnung, wo die hin sind. So. Was haben wir da? Nix. Ich soll doch mal speichern, hä? Na. Ah. Jetzt hat er mich erschrocken fast. Kerl. Wo ist der andere Kerl? Ich war. Anderer Kerl, wo bist du? Sharks. Gut gemacht, das Biest ist tot. Ja, wo ist Sharks? Ich muss mal kurz speichern. Ja, ich werde aber trotzdem den Reserve nehmen, weil wenn jetzt Sharks verschwunden ist, das will ich nicht. Ah, da ist er schon. Servus, Kumpel. Geht's dir gut? Ja. Schaust frisch aus. So, da haben wir diese Dunkel-Syrer wieder. Au. Ja, ja. In Gottes Namen. Au. Au. Jawohl. Damn. Damn. Und zack. Und nochmal. Supi. Weak, weak, weak. Aha, der hat uns Ohrwaschel gegeben. Aha, davon haben wir übles Viech. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ah, da bin ich. Aber wir sind ja richtig. Jetzt müsste ich hier links abbiegen. Also darunter. Und schauen, was es bei dem Schiffswrack gibt. Ja, würde ich auch sagen. Grünes Herz. Pfui Teufel. Teufel. Hm, da haben wir Riesenkrabben. Jojo. Ist schon recht. Au. Alter. Au. So. Du bist als nächstes dran. Du auch. So. Und weg damit. So. Geh ein. Geht ja. Ja. Wird doch Zeit. So. Da drüben war jetzt der Platz, wo wir ihn gefunden haben, ne? Das heißt, ah ja, da schau. Das ist gar kein Schiffswrack. Ich dachte, das wäre ein Schiffswrack. Oh mein Gott. Das war's mit dir. Okay. Oh doch, hier ist es. Da drüben ist noch ein Schiff. Da draußen auf dem Meer ein Geisterschiff. Was damit wohl gekommen ist? Ein Geisterschiff, okay. Tote Gnome haben wir hier. Können wir darüber? Ich speichere nochmal. Können wir darüber? Das wäre mehr als cool. Skelette. So, das erklärt die Skelettdrache hier. Könnte aber auch sein, dass die eventuell
einen Schergen, okay. Dass das Senderschiff ist, ne? Von den Schergen. Ich meine, hier die Kristallhöhlen. Aber sie machen sich ja auch auf dem Meer breit, also. So. Habe ich das bekommen? Ja. Und eins geht. Push. Zack. Lass dich nicht hängen. Jawohl. So. Hui. Das heißt, ich darf rüber? Ja. Wir werden aber vorher noch ein bisschen hier tanzen. Mit den Schergen. War da was? Na, das hat nur so ausgeschaut. Der Part ist auf jeden Fall zu Ende. Im nächsten, denke ich, werden wir das Geisterschiff mal begutachten. Vorher noch die paar Schergen hier ausrotten. Und dann schauen wir weiter, ne? Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.